Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider Anniversary. Und was mir aufgefallen ist, guck mal, da oben sind Haken. Vielleicht geht das ja irgendwie, dass man sich da irgendwie dann abstößt und ich will halt, dass das Ganze einen Sinn hat, dass man sich da an der Seite entlang dingsen kann. Ja, doch, das geht. Es geht. Yay. So, jetzt die Frage in die Richtung weiter, ne? Weil, wenn, dann scheint es die Möglichkeit zu sein, zu diesem Dings zu kommen. Zu dem Relikt. Relikt? Nee, Artefakt. Wow, wow. Wow, das ist so nah dran. Ich gehe mal nach oben. Ein bisschen. Ich habe sonst ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Aber ich habe oben gespeichert. Warte. Ich weiß, ich hätte das schon im Schwung schön nutzen können und richtig cool machen können, aber naja. Seit wann mache ich Dinge cool? Noch nie. Noch nie habe ich die Dinge cool gemacht. Jetzt nimm das doch. Geht doch. So. Okay, jetzt nur noch nach unten. Wo waren die? Hier waren doch Krokodile irgendwo, ne? Ich weiß es doch ganz genau. Hier waren Krokodile. Und irgendwie ist das voll leise hier. Ich weiß auch nicht warum oder ob mein PC einfach zu laut ist für mich gerade. Hui! Ich finde das so cool, wie sie eintaucht und dann wieder auftaucht. Das ist echt cool gemacht. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Was soll der Scheiß? Ich habe nach dem Bimmen gedacht. Dings. Ich bin nochmal extra zurück und habe das nochmal ausgelöst und danach gespeichert. Und was ist? Das Spiel hat gespeichert, bevor ich den Hebel betätigt habe. Der Hebel, der da oben ist. Das einzig Gute bei dem Ganzen ist, ich muss die Dinger, die Reliquien nicht nochmal holen, weil das zählt trotzdem. Auch wenn man quasi nicht gespeichert hat und es steht, wie geht's vor. Fortschritt verloren. Das bezieht sich halt nicht auf die Dinger. Auf die. Ja, ihr wisst schon. Auf die Dinger halt, ne? Gibt's ja auch noch einen Weg, der weniger schmerzhaft ist? Ja, hier zum Beispiel. Ich frag mich ja, ob es hier auch so. Nee, diesmal gibt es nur einen Weg. Einen Weg, der ins Verderben führt. Das war irgendwie so ein komisches Geräusch. Aber das letzte Mal, also das letzte Mal, im ersten Teil gab es ja zwei Wege und der eine war ja direkt eine richtig schön fiese Falle, in der ich so froh bin, dass ich da spontan richtig gehandelt habe. So, mal gucken, welche Waffe wir jetzt ausgerüstet haben. Natürlich die, wie sollte es auch anders sein? Oh, die finden wir auch noch. Na komm. Ach, verdammt. Kann ich natürlich von oben nicht erreichen. Verdammt. Wow, 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 wow. Du warst so schnell. Ah, was? 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 Das habe ich noch nie gehabt. Das ist Überforderung. Überforderung vom Feinsten. Au, lass das. So, die eine. Oh, da kommt schon die dritte. So, die ist auch erledigt. Ist noch. Wow, da kommt schon der. Was? Ja, das war jetzt fies. Ich war noch schockiert. So, irgendwie. Wie war das? Ich komme hier besser mit dem Ausweichen klar und so. Das war gemein. Oh. Na komm. Ich war auch eben überhaupt nicht konzentriert, also so gar nicht. Also, ja, ich weiß, das geht. Ich kann noch weniger konzentriert sein als ohnehin schon. Das ist unglaublich, aber es geht. Okay, da ist auf jeden Fall noch was drin. Jetzt frage ich mich, wer hat denn diesen Hebel hier umgeschmissen? Ist echt mal. So, okay, ich muss nach oben kommen. Ich tippe mal darüber. Und dann dorthin ganz schnell nach oben. Verdammt, hat natürlich super funktioniert.
Ah, Mann! Vielleicht muss ich einfach nur nach hinten. Vielleicht reicht das doch noch nicht bis nach ganz oben. Ja, da reicht es auf jeden Fall nicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Wow, wow. Und jetzt? Dreht sich das doch nur wieder zurück. Hä? Ich weiß nicht so recht. Wenn ich das... Darüber schaffe ich es ja nicht, nee. Na, das kriege ich auch nicht hin. Nee, das bringt nichts. Okay, so. Okay, ich dachte nämlich eigentlich, während des da rumdingst, aber kann mich ja nicht bewegen. Och, wenn das dahinter ein Gang ist, ich weiß noch, da bin ich zum ersten Mal neben der Eingangshalle Dings auf so eine Katzenmumie gestoßen und die, das war so fies. So übelst fies war das. Komme ich da einfach so hin? Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht. Und... Hui! Ja, hier war damals auch quasi Secret. Also damals war ein Secret und das ist ja hier jetzt so ein... Ja, quasi halt, ne? Nee, warte mal, mach dich weiter auch nach oben. Und... So, okay. Mal kurz umsehen, damit ich ja nichts übersehe, vergesse oder sonstiges. Es fehlt noch eine Reliquie und ein Artefakt. So. Wehe. Wehe, ich werde hier wieder erschreckt von so einem... Okay, diesmal ist es ein Panther, keine Panther-Mumie. Ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? Ne? Okay, ich dachte gerade, da kommt noch was hinter mir. Angelaufen. Ja, das letzte Mal war das ja... Also das letzte Mal, ich sag mir das letzte Mal. Im ersten Teil war das ja so, dass halt, wir dafür gesorgt haben, dass was einstürzt, sodass wir nach oben kamen irgendwie. Mal gucken. Nein, 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 nein. Puh. Puh, der Bär. Okay. Ah, mal gerade an der Nase kratzen. Vor allem, das ist so dieser, das kennt ihr sicherlich aus. Ihr seht den Gegner, registriert es und habt so einen Moment, der, ich weiß nicht, sowas wie eine Schockstarre oder sowas. Und reagiert dadurch voll spät. Kann man davon aus irgendwo hin? Da ist eins, da will ich hin. Kann ich da irgendwie ran? Nein. Okay. Aber da war eben... Oh mein Gott, Reliquie? War das Reliquie? Nein, Artefakt. Artefakt sind die kleineren, ne? Für mich ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Nein, nein, du solltest eigentlich so abstützen und dann da... Oh Gott. Okay, ich muss das Ganze gerade nochmal ansehen. Ja, okay, da könnte man ja da dran und wahrscheinlich muss man auch da dran irgendwie und auf die Seite und dann geht das auf und dann passiert irgendwas und... Wofür ist der Gang? Das geht ja noch weiter nach oben. Nö, 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 ich mach erstmal, hol ich mir das Artefakt. Definitiv. Wow. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ich habe die ganze Zeit versucht, im Schwingen auf das eine zu kommen. Aber das hat nicht so funktioniert. Und jetzt dachte ich mir gerade, oh, vielleicht klappt das ja so ganz gut. So, hier muss ich mich einmal fallen lassen. Und dann an das da drüben. Daran. Ich weiß noch nicht von
Wo aus? Ah, da ist so ein Teil zum Rüberspringen. Okay, ich muss einmal nach oben. Und hier dran. Warum hältst du dich nicht fest, wollte ich gerade fragen. Ist da dieses Teil? Komme ich da ran? Oh mein Gott, Lara! Okay, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wow, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Schön, jetzt freue ich mich. Yay! Es hat lange... Achso, ich habe die verkehrte Taste gedrückt und dachte mir, Lara, warum packst du nicht dein Seil raus? Okay. Also anhalten. Stehen, nach oben klettern. Nein. Lara? Nein, 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 so. So einfach. Dann hier dran. Dann hier rüber. Ach, es war so klar. Und jetzt? Was hat das bewirkt? Sobald ich doch... Ach, warte mal, muss ich das erstmal abschießen? Geht das? Warte. Nee. Ich habe keine Ahnung, was es bewirkt. Das habe ich mir die Mühe gemacht und habe... Irgendwie... Ich weiß nicht. Ach, jetzt bin ich hier oben. Stimmt ja. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Hat es gebimmelt? Nein, hat es nämlich nicht. Bleibt es so? Nein, natürlich auch nicht. Der geht als erstes. Dann der. Dann der. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Oh, puh. Puh, puh. Ich speichere einfach mal hier, egal wo es vorher gebimmelt hat. Egal. Das Artefakt habe ich eh und dann ist das in Ordnung. So, ich gehe einfach mal... Oh nein, oh nein, oh nein. Ach gut, das hat ja direkt hier gespeichert. Das ist schön. Okay, ich muss erst auf die Seite, dann kann ich auf die andere Seite. Nein, 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 nein. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hoffe, an der Stelle war nichts. Nein, da war wirklich nichts. Uff. Uff. Uff, tata. Ah, ich war so angespannt gerade. Ich hoffe, das Tor öffnet sich hier. Ich hoffe es. Ah, okay. Ja, dann kann das ja jetzt funktionieren. Ach, die bleiben. Okay, gut. Gut. Das wäre nämlich assi gewesen, wenn nicht. Warte mal, ich lade. Nein, 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 nicht laden. Speichern, speichern. Ja. Oh, ich dachte schon, ich hatte für einen Moment Angst, dass das nichts wird, der Sprung. Weil ich halt recht früh gesprungen bin. Gut. Gut, Glück. Jetzt kann ich das natürlich nochmal machen. Hätte ich gewusst. Ja gut, ich hätte ja, ich hätte ja auch einfach gucken können. Aber ich dachte mir, dass ich dann nicht mehr die Möglichkeit habe, mir dieses die Reliquie zu holen. Deswegen. Jetzt aber.
Okay, da wo ich bin, da kann ich noch sicher fallen, oder? Ja, da kann ich noch sicher fallen. Okay, gut. Okay, ich bin jetzt. Ach so, ist jetzt einfach nur so ein Sandhaufen, damit ich halt anders da rankomme. Okay. Keine Gegner? Keine Gegner? Also noch nicht. Also ich habe hier sau viel zum Wegschieben. Aber wirklich sau viel. Denn so komische Steine. Okay. Kranich. Feder. Keine Ahnung was. Damit das Tor aufgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin im letzten Raum. Da oben ist auch noch was. Das habe ich irgendwie das Gefühl, das ist Zeug zum Klettern. Muss man vielleicht auf die draufspringen? Nee, oder? Okay. Ich habe Schiss. Ich habe richtig, richtig Schiss. Oh Mann. Ich weiß, was damals noch passiert ist. Oh nein, oh nein. Lass doch los. Was befindet sich hier? Gar nichts? Ja, irgendwie gar nichts. Okay, kann ich mit leben. Boah, wie viele Sachen gibt es denn hier? Okay. Haben die eben bestimmte Zeichen oder sowas dran? Dass ich erkenne, wofür die stehen? Ach du meine Güte! Jetzt ernsthaft? Ach, das muss dann auch noch so gedreht werden. Warte. Okay, der Kranich. Der hat so einen Topf in der Hand. Das da, das Bild. Das Bild. Ja, das war schon mal richtig. Da hat sich schon mal ein Klang ergeben. Und hier ist im Grunde genommen nichts. Das hat irgendwie nichts von Bedeutung. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass der dann da nicht mehr steht, wo er vorher stand. Vielleicht brauche ich auch den einen, brauche ich auch vielleicht welche, um hier irgendwo hochzukommen. Kann ja auch sein. Das sieht alles so nach Klettern aus. Naja, okay. Ich mache jetzt noch einen. Dann werde ich einen Schnitt setzen. Hier ist auch nichts. Oh, da liegt was. Ich habe ja immer noch Angst, dass aus irgendeinem davon Gegner kommen. Ah, ich wollte doch nur noch einen machen, ne? Ja, gut, jetzt kann ich die mit die anderen vier und das restliche vom Rätsel noch zum aufbewahren und noch überlegen, wie ich vor allem da oben hinkomme. Aber das würde mich auch sehr interessieren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.